Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir melden uns heute wieder um live zu einer weiteren Informationsveranstaltung der Schaf- und Ziegenzucht Tirol AG. Heute ist unser Thema die Zucht, die Bewertung mit der linearen Beschreibung. Das ist ja ein wesentlicher Grundstein unserer Arbeit ist. Die Grundlage und Basis der Zucht ist natürlich die Leistungserfassung. Die Leistungserfassung einmal natürlich über die Fruchtbarkeit und andererseits natürlich auch das Exterieur. Und dazu werden wir also heute eine weitere Information euch geben, wie also zukünftig in der Zucht wir diese Dinge sehen. Wir wollen also aufzeigen, wo wir also unsere Stärken und unsere Schwächen haben. Wir wissen also alle, dass also das Rassenerscheinungsbild des Tiroler Bergschafes im Mittelpunkt steht. Wir brauchen eine funktionale Rasse, aber auch eine Rasse, die bereit ist, die Anforderungen zu erfüllen, speziell natürlich die Alpen- und Weidewirtschaft, die im Mittelpunkt steht, aber natürlich auch die Produktion von Zuchttieren ist uns ganz, ganz wichtig und dafür werden wir uns heute einige Zeit nehmen, um euch ein paar Informationen mitzugeben. Wir steigen also ein jetzt bei der Bewertung. Was bewerten wir bei den Tieren? Wir bewerten einmal den Typ, den Rahmen, die Form, das Fundament und natürlich auch die Wolle und die Bemuskelung. Wenn wir also beim Typ beginnen, haben wir also hier ein Tier, das ist also ein Tier, das also Ende Februar, Anfang März geboren ist. Das sind also die häufigsten Tiere, die also bei uns zu der Bewertung kommen, zu der Erstaufnahme. Was ist das Wesentliche im Typ? Wir wollen also Tiere haben, die also in der Ramsung harmonisch geramst sind mit einer Kopf- und Stirnbewollung, die also in Verbindung ist und ausreichend bei Jungtieren vorhanden sein soll. Ein weiteres Merkmal ist dann natürlich die Ohrausprägung. Die Ohrausprägung, einmal natürlich der Ohransatz, sollte in etwa in Augenhöhe sein. Das Ohr sollte sich oben leicht öffnen, etwas breiter werden und unten dann wieder in Spitz enden. Und es sollte ungefähr in maximal von Maulwinkel bis Maulende sich in der Länge befinden. Was ist also noch wesentlich beim Typ zu erwähnen? Natürlich auch der Kopf an für sich, dass bei Tieren eben der Kopf von vorne und von der Seite gut zu betrachten ist, beziehungsweise dass er nach oben natürlich bei weiblichen Tieren etwas schmäler verläuft als wie bei männlichen Tieren. Aber natürlich, was auch wesentlich ist bei uns, wir wollen also auch Tiere haben, die also einen guten Ausdruck haben. Das heißt also in der Fachsprache auch, wie wir uns ja das immer zurechtlegen, das ist der Glanz, das feine Kopfhaar. Wir wollen also keine Tiere haben, die stichelhaarig sind und grieshaarig im Kopfbereich. Es gibt dann natürlich auch bei der Kopf- und Stirnbewollung die Abweichungen, dass das einfach dann zu wenig ist, dass sie nicht ausreichend abgedeckt sind. Das führt natürlich auch zu Abzügen in der Bewertung, aber natürlich auch bei den Ohren. Das Ohr ist doch ein wesentliches Teil des Typs und das spiegelt sich dann in weiterer Folge auch beim Tier insofern wieder, dass doch einige Merkmale sich dann mit dem Ohr kollidieren. Und deshalb, das Ohr sollte also wirklich in der Größe ideal angepasst sein an den Kopf, beziehungsweise wollen wir also verhindern, dass die Ohrgröße zu lang ist, dass der Ohr zu wellig ist, dass der Verlauf nach unten gerade sein soll und dass natürlich auch das Ohr ideal zum Kopf und zum Typ angepasst ist. Was natürlich auch noch dazu gehört beim typisch natürlich die Rassigkeit, das feine, das trockene Fundament, beziehungsweise aber auch das unbewollte Fundament bis zum Sprunggelenk. Ein weiteres Merkmal, das wir natürlich in unserer Zucht oder unserer Beschreibung mittlerweile aufgenommen haben, ist natürlich der Rahmen. Der Rahmen ist natürlich eines der wesentlichen Merkmale auch in der Bergschafzucht. Einmal natürlich die Mittelhand, das ganz wesentlich ist, dann natürlich die Buschtiefe, die Buschbreite, aber natürlich auch die Größe. Aber zu diesem Merkmal werden wir also dann im Anschluss noch vom Hans einige genaue Zahlen übermittelt bekommen, wo wir also dann genau wissen, wo unsere Durchschnittswerte sind, was die größten Tiere sind und so weiter. Dann haben wir natürlich die Form. Die Form, ein
ein Teil unserer Beschreibung auch. Die Form spiegelt sich wieder einmal im Schulterschluss hier vorne, in der oberen Linie, dass das also einen geraden Verlauf nimmt, bis hinten zum Becken. Und dann haben wir natürlich im Wesentlichen die Beckenbreite, die Beckenlänge und die Beckenneigung. Das sollte natürlich leicht abgedacht sein bei den Tieren, bei Jungtieren. Wie hier zum Beispiel ist das am Anfang vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber mit den Ablammungen kommt das Becken natürlich dann immer weiter nach oben. Aber was natürlich ganz wichtig ist für die Deckung und so weiter, wie wir ja schon gehört haben, ist ein leicht abfallendes Becken ideal. Aber natürlich im Wesentlichen spiegelt sich dann auch über die Form die Beckenbreite in das Fundament wieder. Und deshalb ist also ganz gut und wichtig, dass wir hinten Tiere haben, die doch sehr offen sind, weil sich das dann auf das Fundament auch auswirkt. Wir kommen dann von der Form zum Fundament. Das Fundament natürlich in der Tiroler Bergschaftszucht eines der wichtigsten und wesentlichsten Merkmale überhaupt. Wir brauchen also Tiere, die also wirklich sich in den Sommermonaten im Berggebiet sicher und gut auf diesem Fundament bewegen können. Es braucht eine gewisse Stabilität im Fundament, eine gewisse Ausgewogenheit. Ausbalanciert sollten die Tiere natürlich auch sein. Aber was sind die wesentlichen Grundmerkmale beim Fundament? Wir unterscheiden zwischen Vorderfundament und Hinterfundament. Wir wollen eine offene Beinstellung vorne und hinten haben. Wir wollen natürlich haben, dass im Hinterfundament die Sprunggelenkswinkelung sich vom Becken in die Fesselung gut überträgt, dass also das Gewicht abgefedert wird. Eine ideale Sprunggelenkswinkelung gewährleistet auch eine gute Fesselung. Was natürlich dazu kommt, ist natürlich der Klauenschluss und die Fesselung. Wir wollen natürlich haben, die einen straffen Fessel haben und einen geschlossenen auch Klauenschluss. Die Gliederung ist natürlich ein wichtiger Teil. Also wir wollen also nicht Tiere haben, speziell bei den männlichen Tieren muss die Gliederung etwas stärker sein als wie bei den weiblichen Tieren. Aber es sollte natürlich auch nicht so sein, dass sie zu stark werden, aber ideal eben dem Rahmen und dem Körper angepasst, damit sie auch dann genügend Kapazität und Stabilität auch aufweisen können. Eines der wesentlichen Merkmale in der Tiroler Bergschaftszucht ist natürlich auch die Wolle. Die Wolle bei zweimaliger Schur sollte in etwa 6 bis 8 cm betragen. Also wenn wir hier den Witter jetzt betrachten, haben wir also genau nach 6 Monaten die 8 cm Schur, die man also hier sehen kann. Die Wolle sollte sich also vom Kopf bis nach hinten ausgeglichen sein. Sie sollte also eine gute Struktur aufweisen. Wenn man das Wollkleid öffnet, sollte man die Struktur sehen. Die Wolle sollte getragen werden und geschlossen sein im Vlies und von vorne bis hinten eben ausgeglichen und in etwa sich gleich am Körper, in allen Körperteilen festhalten. Wenn man also dann noch zur Bemuskelung kommt, die Bemuskelung haben wir natürlich auch in den letzten Jahren in der Bergschaftszucht versucht verstärkt umzusetzen. Wir wollen also Tiere haben, die etwas breiter sind, die offen sind vorne in der Beinstellung, in der Brust, sehr tief in der Brust sein, damit auch die Möglichkeit besteht, dass entsprechend auch die Tiere dann sich entwickelt beziehungsweise auch eine gewisse Breite haben. Wir haben also, glaube ich, hier zwei ganz hervorragende Tiere, was das anbelangt, weil beide Tiere also vorne im Stand sehr offen sind, sehr gut in der Brusttiefe und in der Brustbreite sind, speziell das Jungtier auch schon für dieses junge Alter schon ein sehr offenes, ein sehr breites Tier und das ist also gewünscht. Wir wollen also nicht zu lange warten bei den Schafen, bis sie sich dann entwickeln, aber es sollte also so sein, dass wir also Tiere haben, die von der Jungkilber zur Altkilber sich entwickeln, vom Jungschaf zum Altschaf entwickeln und dann natürlich in weiterer Folge auch eine lange Lebensdauer haben, eine gute Fitness haben und Tiere, die sich natürlich auch dann für die Betriebe auch dementsprechend funktional sind. Ja, das wäre einmal ein kurzer Einblick gewesen in die Bewertung des heutigen Anfangs und jetzt würde ich also an den Hans übergeben, der uns also noch einige Sachen zum Rahmen gibt und zu jenen Dingen, die wir also jetzt mit Messen auch erfassen. Also von unserem Obmann wurde ja bereits eine professionelle Einführung zu dieser linearen Beschreibung gegeben. Vielleicht noch ergänzend, vielleicht zum Typ, was also ganz, ganz wichtig ist, speziell bei den männlichen Tieren, da neigen vielleicht unsere Züchter dahin, dass also vielleicht also
die Kopfbreite doch ein wenig schmaler sein sollte, weil es eleganter ist, also lieblicher ist. Aber wir sind natürlich wirklich sehr interessiert darum, dass wir also muskulöse Tiere haben, also die, was also wirklich viel Bein haben, damit auch viel Fleischplatz hat, damit sie wirklich breit Futter aufnehmen können. Und das soll eben ein breiteres Maul sein, wie wir so sagen. Auch natürlich wollen wir haben, natürlich, dass die Tiere keine Halsfalte haben. Da haben wir also in letzter Zeit doch ein wenig, sind wir da ein bisschen zu großzügig gewesen. Und das wollen wir also in Zukunft wirklich unterbinden. Also Tiere mit viel Halsfalte wollen wir aus der Zucht ausscheiden oder natürlich auch in der Bewertung der Form ein wenig einstrafen. Wir haben natürlich auch im Rahmen einige Dinge. Da haben wir also 5 Bewertungsmerkmale, wobei 4 Merkmale gemessen werden. Das ist in erster Linie ist das also die Widerrichthöhe. Die Widerrichthöhe wird also da gemessen. Also direkt hinter den Hinterbeinen wird also die Messgruppe da angesetzt. Das Tier also hier mit der langen Wolle bin ich dann immer bereit, ein wenig abzuziehen, also das abzurunden. Also wenn man jetzt das Tier da messt, haben wir also eine Widerrichthöhe von 1,2 m. 1,2 m hat dieses Tier, also die liegt in der Größe im idealen Rahmen. Dabei muss man also sagen, da haben wir jetzt einen 3-jährigen wieder vor uns. Also da haben wir also nicht so die Durchschnittswerte, die haben wir nur von der Versteigerung gemessen. Ich will jetzt in Tirol werden ca. 3000 Tiere neu ins Zuchtbuch aufgenommen. Die Tiere bewegen sich in einem Alter zwischen 10 und 14 Monate, wobei immer das genaue Alter dann auf das Datum eingerechnet wird, also dass die Berechnung dann wirklich genau auf das Alter passend ist. Im Merkmal des Rahmens werden einige Merkmale gemessen. 4 der 5 Merkmale werden gemessen. Zu Beginn die Widerrichthöhe. Die Widerrichthöhe bei diesem Tier wird also hinter den Vorderbeinen wird die Gruppe angelegt. Dann, das Tier hat jetzt also natürlich viel Wolle auf. Wird das Tier, also da runde ich immer dann das Maß, wenn es sich ab, weil eben viele Wolle drauf ist. Dieses Tier hat jetzt eine Widerrichthöhe von 88 cm. Wir haben also letztes Jahr mit einem Durchschnittsalter von 15 Monaten im österreichischen Zuchtbuch haben wir ca. 3000 Tiere beschrieben und wir haben da also einen Durchschnittswert von 85,6 in der Widerrichthöhe erzielen können. Ein weiteres Merkmal ist dann also die Brusttiefe. Die Brusttiefe wird von vorne gemessen. Das ist natürlich bei den langwolligen Tieren ein bisschen schwieriger, aber da haben wir einen Durchschnittswert bei den Tieren von 35,6 cm. Hier haben wir also 38 cm, also ein sehr tief gewachsenes Tier, was uns hier präsentiert. Und die Brustbreite wird ebenfalls von vorne hinein gemessen. Also da haben wir jetzt bei diesem Tier haben wir eine Brustbreite von 28 cm. Der Durchschnittswert liegt bei 25,5 cm. Und dann kommt noch hinzu, also die Flankentiefe, der Gesamteindruck, die Gesamttiefe dieses Tieres, der wird aber mit einer Bewertung eingegeben, der wird also nicht gemessen, weil die Tiere sich doch bei der Aufnahme sehr unterschiedlich präsentieren. Natürlich wird auch die Länge gemessen, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Das wollen wir natürlich bei diesen Tieren, dass sie die also, sich sehr lang präsentieren. Wir haben also bei den letztes Jahr durchgeführten Messungen in der Länge eine Abweichung gehabt von 71 cm bis zu 1 Meter, also sehr große Unterschiede. Hier haben wir bei diesem Tier haben wir eine Längenentwicklung von 93 cm. Ein Teil unserer ganzen Bewertung ist natürlich auch beim Fundament in Bewegung. Wir brauchen Tiere, die sich also auf einem guten, sicheren Fundament bewegen, wo also im Wesentlichen das Hinterfundament den Vorderfundament folgen muss, einen offenen Stand, einen sauberen Schritt von hinten, aber auch vom Seitenbild. Ein Thema natürlich in der Tiroler Bergschaftszucht sind natürlich auch die Albfehler. Wir haben also in den letzten Jahren sehr konsequent an dieser Geschichte gearbeitet, speziell die Kiefer, wo wir also bei männlichen Tieren sehr konsequent sind und Tiere also nicht die Zeit im Buch aufnehmen, die eine Abweichung haben. Da haben wir also in den letzten Jahren große Fortschritte erzielen können. Was natürlich noch ganz wesentlich ist, glaube ich, und das sollten wir alle gemeinsam berücksichtigen, wir müssen also bei der Auswahl der Vatertiere sehr genau hinschauen, welchen Typ, welche Fehler oder welchen Verbesserungspotenzial gibt es im eigenen Betrieb, und da muss man also wirklich sehr gut darauf achten, das Richtige dann sich in den Betrieb zu holen
Und wir wissen alle, dass man also in der Zucht sehr viel Geduld braucht auch. Man muss also schrittweise sich dem Optimum und dem Besten annähern. Und wir versuchen also alle gemeinsam, dass wir das Tiroler Bergschaf in eine gute Richtung weiterentwickeln und züchten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.